Ein herzliches Willkommen zurück zu Fall of Porcupine. Wir sind wieder da. Das letzte Mal waren wir in der 5. Etage mit Karl und wir hatten uns unterhalten. Das ist für mich jetzt 3 Wochen her. Falls manche jetzt eine andere Stimme bekommen sollten, abgesehen von unserem Finlay hier, dann tut's mir wirklich sehr, sehr leid. Ich werde mich bemühen, mich an die Stimmen zu erinnern, die ich denen gegeben habe. Ich habe auch noch mal in die alten Aufnahmen reingeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich die noch mal so hinbekomme. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr leid, wenn das jetzt nicht zu 100% so sein wird, wie in den Folgen davor. Aber wie gesagt, wir waren mit Karl oben in der 5. Etage. Ihr wisst es besser als ich. Und jetzt sind wir wieder zu Hause und es ist der nächste Morgen. Unser Finlay ist jetzt wach geworden. So, fast alle Kartons ausgepackt. Ich sollte trotzdem noch ein bisschen den Haushalt machen. Ich werde in der Woche wieder nicht dazu kommen. Ja, schwer. Seltsam, wieso freue ich mich darüber, dass ich Zeit zum Putzen habe? Zeiten ändern sich. So sieht das aus. So, man wird erwachsen. Huch. Oh. Ja. Wo ist er hin? Ich hab's zerstört. Na toll. So, okay, hier ist ein Ventilator. Wir machen den mal an. Da ist unser Blümchen. Oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Vielleicht brauchst du nur einen ordentlichen Drink. Warte hier, ich kümmere mich darum. Gut, dann holen wir der Pflanze auch mal was zu trinken. Der Wasseranschluss funktioniert nicht. Das war schon bei meinem Einzug so. Am Telefon sagte man mir, das Fallrohr sei verstopft. Meine Vermieterin hat mir versprochen, dass sie sich darum kümmert. Hat aber nicht gesagt, wann. Naja, aber ich nehme mal einen Becher mit. Das Wasser hole ich lieber aus dem Badezimmer. Ich will nicht, dass die Suppe wieder aus dem Abfluss kommt. Und so ein edles Getränk soll angemessen transportiert werden. Gut, wir haben ein Glas, dann holen wir halt hier Wasser. Es wird Zeit, meinen patentierten Superpflanzencocktail vorzubereiten. Die Zutaten sind Wasser. Und ja, das war's. Nice, dann gehen wir mal der Pflanze ein bisschen Wasser geben. Einmal Finlays Spezial-Super-Mega-Pflanzencocktail. Frisch aus der Leitung. Lass es dir schmecken. Aber lass das Auto lieber stehen später, okay? Guten Morgen, Sonnenschein. Bist du bereit für unseren super tollen Ausflug? Absolut, bin gerade mit dem Haushalt durch. Haushalt? Warum das? Du hast doch heute frei. Ja, aber ich komme sonst nicht dazu. Gießt du die Pflanze auch regelmäßig? Jep, gerade erledigt. Versprochen? Ja. Wehe, du flunkerst mich an. Ich kann spüren, wenn meine Pflanzen dehydriert sind. Oh, dann sollte sie nicht meine Pflanzen sehen. Ich habe das Wasserglas noch in der Hand. Du gießt die Pflanze mit einem Wasserglas? Ja, wieso denn nicht? Meine Pflanzen bekommen nur das beste Wasser aus den edelsten Gefäßen. Okay, Karen. Meine Gießkanne kostet so viel wie mein Auto. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Vielleicht. Aber sie war wirklich sehr, sehr teuer. Wie dem auch sei. Ich habe schon alles gepackt und bin bereit. Komm doch zu meinem Laden und dann geht's los. Was machen wir denn eigentlich? Das verrate ich dir, wenn wir da sind. Jetzt sag schon. Ich kann dich nicht hören. Komm schon. Ich glaube, der Empfang... Wow. Gut, dann sagt es uns halt nicht. Mehr können wir hier auch gerade nicht machen. Dann gehen wir mal zu ihr. Ich hoffe, es ist eine sie. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Hallo. Na gut, geschlafen. Hast du vielleicht einen Taler für mich übrig? Tag, Moment. Hab Dank, bist mein bester Kunde. Mensch, Alfio, du zitterst ja vor Kälte. Hab meinen Hut verloren. Ein Windstoß hat sich ihn geschnappt. Weg war er. Keine Ahnung, wo der hin ist.
Ich halte mal die Augen offen. Vielleicht weht mir dein Hut ja irgendwo entgegen. Das wären Träumchen. Ich hab den alten Deckel echt lieb gewonnen. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Nicht wirklich, aber es pustet ganz schön in die Innenstadt rein. Vielleicht wollte der Hut nur mal kurz shoppen gehen. Was sollte so ein Hut einkaufen wollen? Schwer zu sagen. Vielleicht will er dadurch ein anderes Shampoo benutzen. Oder dass ich überhaupt mal ein Shampoo benutze. Vielleicht ist er auch nur ein Kaffee trinken oder in der Bäckerei. Ein Hut tut eben, was ein Hut eben tun will. Ja, gut. Gut, gut. So. Wir müssen jetzt zum Blumenladen. Das heißt, wir müssen unten rum. Ne? Unten rum war, glaube ich, die Stadt. Hier ist niemand an der Bushaltestelle. Da oben ist der Hut. Da oben ist der Hut. Wie komme ich da dran? Nein, da oben ist der Hut. Kann ich hier irgendwie hochhüpfen? Nein, komm schon. Ey, kannst du mir mal helfen? Gib mir mal bitte Räuberleiter oder so. Bitte. Los. Da. Ich konnte auf die Fensterbank. Kann ich auf die Bus... Oh. Oh. Parcours. Nimm den Hut. Hier liegt eine Mütze. Das ist ein Hut. Das könnte Alpheus sein. Ja, ich sollte sie ihm bringen. Richtig. So, hüpf runter. Oder das ist ja genau meins. Schnell zurück zu Alfio, dass er seinen Hut zurückbringt. Der Arme, wie er friert. Hui, seht mich an. Ich bin ein Parkourläufer. Alfio, hey, pst, guck mal. Schau mal hier, Alfio. Was hast du denn da gefunden? Deine Mütze. Bist du sicher? Das ist sehr lieb, Finley. Aber mein guter alter Deckel ist das leider nicht. Oh. Ja, oh. Alle gut, Finley. Mir ist das schon unangenehm, dass du mir helfen willst. Muss es nicht. Wenn ich ihn doch noch finde, kommst du vorbei. Ich kann dich wohl eh nicht abhalten, wa? Du bist echt ein Guter. Oh. Ach, schade. Ich hatte gehofft, es wäre Alfios Hut. Das ist jetzt traurig. Ich habe wirklich die Hoffnung gehabt, es wäre Alfios Hut gewesen. Was hatte der denn für einen Hut auf? Ich bin mir unsicher. Aber wir wissen jetzt, wir müssen überall gucken. Egal wo. Überall müssen wir gucken. Jede kleine Ecke muss begutachtet werden. So. Hier ist die Eisdiele. Können wir da hoch? Ach, guck mal. Wir können ja hier wirklich überall klettern. Oh, wow. Oh, oh. Das war knapp. Okay. Oh. Oh, interesting. Ich glaube, hier sollten wir noch gar nicht sein, oder? Ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Da! Hey, ist das eine Mütze? Die sieht doch verdächtig nach Alfio aus. Ich kenne sonst niemanden in Porcupine mit so viel Stil. Ja, das muss die von Alfio sein. Die bringen wir eben zurück. So viel Zeit muss sein. Ja, moin. Wir reden gleich. So. Oh, ein Eichhörnchen. Aber erst müssen wir zu Alfio. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Der arme Bub, der braucht doch seine Mütze. So. Mal hier vorbei. Gleich kommt die Bushaltestelle. Jawohl. Okay. So Aufgaben dürfen die mir nicht geben. Dann konzentriere ich mich nur noch auf den Hut und auf nichts anderes mehr. Und gleich kriege ich Ärger, weil ich zu spät bin von der Freundin. Hier, Alfio, guck mal. Das ist ja
Mein guter alter Deckel. Danke, Finley. So was hat echt noch niemand für mich gemacht. Weißt du, der Hut ist so eine Art Glücksbringer. Ach so, und funktioniert er? Na, was denkst du denn? Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden. Ich brauche nicht viel. Aber das, was ich habe, ist mir wichtig. Ich hatte lange Zeit nicht so viel Glück mit allem. Seit ich den Hut habe, geht's steil bergauf. Alleine, dass wir uns jetzt kennen, ist doch schon mehr als genug. Ich danke dir, Finley. Ich hoffe, dass ein bisschen was von meinem Glück auf dich abfärbt. Hast du dir verdient. Oh, süß. Wie süß. Der gute Alfio, Mensch. Bin ich froh, dass wir den Hut gefunden haben. Bin ich richtig froh jetzt. Das macht mich glücklich. So, jetzt können wir mit dem Eichhörnchen reden gehen. Ach nein, das war unten. Ich muss aufhören zu hüpfen. Okay. So. Da ist das Eichhörnchen. Heilige Macaroni! Was ist los? Du hast mich ganz schön erschreckt. Oh, das tut mir leid. Dafür hast du mich zurückerschreckt. Nimm's nicht persönlich, aber ich muss schnell weg. Oh, okay. Bis dann! Okay. Ich wusste nicht, was ich dafür eine Stimme geben soll, aber ich glaube, das war passend. Da ist ein Opi. Oh Gott. Was soll der Schund? Was meinen Sie? Hast du keine Augen im Kopf? Guck dir das doch mal an. Mein Vater hätte mich verdroschen, wenn ich sowas getragen hätte. Meinen Sie die Kleidung im Schaufenster? Pah! Okay. Gut. Mehr hat er nicht. Sympath. Sehr sympathisch. Doch. Die Jugend von heute, war. So, moini. Da bist du ja. Gut geschlafen? Wie ein nasser Stein. Nass? Wir hatten einen Wasserrohrbruch während meiner Nachtschicht. Na, in der Natur wirst du neue Kraft schöpfen. Da juckt mir gleich der Wanderschuh. Also von mir aus kann's losgehen. Let's fetz. Hurra, schnall dich an. Ja, das mache ich. Besser ist, Kinder immer anschnallen. Wichtig und richtig. Anschnallen, 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 das ist Vorschrift. Ah, der Duft von Tannennadeln, frische Luft, Sonnenschein. Das ist alles, was man braucht. Aber man bekommt davon auch Hunger. Hast du zufällig Snacks dabei? Vielleicht. Und ein bisschen Arbeit. Am Wochenende? Im Wald? Aber natürlich, der Wald kennt kein Wochenende. Mein Haushalt auch nicht, Girl. Und als Floristin ist die Natur auch mein Arbeitsplatz. Ich dachte, wir machen einen spaßigen Ausflug. Das wird's sicher auch. Du meintest doch, dass du mir was zeigen möchtest. Was ist es? Das wirst du schon sehen. Du bist jetzt schon fast einen Monat hier bei uns in Porcupine. Da wird es langsam Zeit. Zeit für was? Pina? Der Wetterbericht sagt, es soll heute Gewitter geben. Wir beeilen uns besser. Du gehst voraus, das gehört zur Tradition. Aber ich weiß doch gar nicht, wohin. So viele Wege gibt's gar nicht. Und wenn du zu langsam bist, übernehme ich. Los geht's. Na gut. Da ist ein Schild gewesen, da dürfen wir nicht lang. Also gehen wir hier lang. Na, das wird ja spannend.